Das ist eine Assassin's Creed Mütze. Oh, da kommt sofort ein Auto. Fahren Sie vorbei. Also, wer bist du? Sag mal ein paar Sätze, wer du bist. Ich bin Caro, ich bin hier, um Goldschmieden zu lernen. Hi, ich bin Typhon. Ich bin 6. Semester Graveur. Ja, hi, ich bin Johanna. Ich mache die Ausbildung zum Metallbildner in Verbindung mit der Brüder Grimm Berufsakademie. Dort studiere ich Produktgestaltung und ich bin im 6. Semester aktuell. Ich bin Goldschmied. Ich bin Christina Lullert. Ich bin hier an der BFS Silberschmieden, 2. Semester. Ich bin Liz und ich bin im 2. Semester und lerne Goldschmieden. So, wie bist du auf die Ausbildung bzw. auf den Beruf gekommen? Ich bin durch meinen Bruder auf diese Ausbildung gekommen. Ich habe vorher ein paar andere Sachen gemacht. Ich war bei der Bundeswehr, ich war Sushi-Koch, Hotellerie. Und ja. Auf den Beruf Goldschmieden bin ich gekommen durch meinen Vater. Ich komme aus einem Betrieb und mein Vater ist auch Goldschmiedemeister. Der war auch hier an der Schule und hat seine Ausbildung gemacht. Und ja, das wollte ich schon seit ich 7 bin, also seit der 2. Klasse machen. Und jetzt mache ich es. Also ich habe mich immer für Goldschmiede und also Schmuck und Steine sehr interessiert. Und als ich nach Deutschland kam und herausgefunden habe, dass man eine Ausbildung zu was machen kann, war ich total begeistert. Und so langsam habe ich ja diese Schule entdeckt und habe mich dann beworben. Ich habe mich schon immer für Metall interessiert, besonders für Stahl eigentlich. Ich habe auf Mittelaltermärkten immer die ganzen Schmiede ausgefragt und habe dann in den Sommerferien zwischen der 11. und der 12. Klasse einen Goldschmiedekurs besucht. Und danach hat mein Onkel hier diese Schule gefunden und hat gemeint, guck mal, das wäre doch was für dich, kannst dich ja mal bewerben. Und ja, so bin ich hier gelandet. Was hast du erwartet? Wie hast du dir das hier vorgestellt? Ich habe gedacht, man würde richtig viel zeichnen auch, weil die Schule ja Zeichenakademie heißt. Ich gedacht, hier sind coolere Leute als auf dem Gymnasium, so, weil ich mich da mit den Leuten so, ja, schon verstanden habe, aber so. Ich dachte, hier werden die vielleicht eher so an Kunst interessiert und ja, entspannter habe ich es mir auch vorgestellt. Und? Hat sich das bewahrheitet oder? Ja, hier sind auf jeden Fall nicht so normale Leute. Das klingt sick. Also mein Vater hat immer erzählt, dass das so die schönste Zeit in seinem Leben war hier an der Schule, weil es so super frei und schön war und kreativ war und die Leute super nett waren und das kann ich nur bestätigen. Also die Erwartungen wurden erfüllt. Es wird tatsächlich viel gezeichnet, aber allerdings auch sehr viel am Metall gearbeitet. Eigentlich hatte ich keine Vorstellung. Ich habe einfach erwartet, dass ich Schmieden in der Art in Bezug mit Silber lernen würde, aber ich wusste gar nicht, was wir alles eigentlich hier lernen, das so mit Gestalten und Design und Zeichnen, Malen und so weiter, das wusste ich gar nicht. Und ich bin aber darauf total begeistert, weil Kunst ist immer mein Hobby gewesen und ich finde es dann natürlich cool, dass ich diese Fähigkeiten auch entwickeln kann. Was hältst du von deinen Lehrern und deinen Mitschülern? Welche Rolle spielt sie in deiner Ausbildung? Ja, also wie schon gesagt, ist sehr familiär alles und es hilft einfach jeder jedem, wenn er gerade ein Problem hat. Und ja, man lernt sehr viel voneinander und auch von den verschiedenen Lehrern, weil jeder von ihnen einen eigenen Berufsweg auch hatte. Also ich lerne sehr viel von allem. Meine Klassenkollegen, die müssen mir sehr viel mit Deutsch verstehen helfen, also die sind so eine Unterstützung für mich da. Die müssen öfters Sachen für mich erklären, weil ich die Begriffe und solche Sachen nicht verstehe immer. Meine Lehrer und Lehrerinnen, spielen eine Rolle als Lehrer für mich. Die sind sehr nett und sehr freundlich und deshalb fühlt man sich dann sehr wohl. Ja, die Schüler sind zum Spaß haben da.
Da kann man ein bisschen rumalbern und die Lehrer, die müssen halt ein bisschen fordern. Sind aber auch alle sehr nett. Die Lehrer sind eigentlich alle echt cool und meine Mitschüler sind alle komplett unterschiedlich. So. Jeder ist so auf seine eigene Art und Weise weird irgendwie, aber es ist cool. Und in der Klasse, wir verstehen uns auch alle eigentlich echt gut. Frage, weißt du schon, was du nach der Ausbildung noch machen möchtest? Ich möchte gerne Messerschmuck werden. Ich möchte irgendwann in die Zukunft meine eigene Galerie oder so kleine Laden haben, wo ich meine künstlichen Werke verkaufen kann und aufstellen kann. So, ich habe schon einen Namen und alles ausgewählt und weiß schon, wie es aussehen soll. Und immer, wenn ich eine neue Aufgabe bekomme in der Werkstatt oder bei unseren anderen Klassen, ich denke immer an dieses Ziel an und wie kann ich diese Aufgabe machen, dass es zu diesem Ziel führt. Ja, eventuell in die Produktentwicklung. Ich würde auf jeden Fall gerne im Handwerk bleiben. Reine Produktgestaltung würde ich nicht machen wollen, weil mir da das Handwerk fehlt. Und eventuell noch nebenberuflich auf Mittelaltermärkten arbeiten, dann im Kunsthandwerk. Ich werde vermutlich eine Zweitausbildung noch starten. Nach der Ausbildung weiß ich noch nicht genau, was ich machen will. Auf jeden Fall will ich später mal in den Betrieb einsteigen. Ob das dann direkt nach der Ausbildung ist oder ob ich dazwischen noch was anderes mache, weiß ich noch nicht genau. Aber das sehe ich dann.